Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die DZ-Box von Mosh 36. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, wir werden das Ganze mal aus der Plastikhülle entfernen, befreien. So sieht das Ganze aus und wir haben heute wieder eine spezielle Sache, und zwar habe ich die Box zweimal, bedeutet einmal werde ich sie unboxen und einmal original verschlossen lassen und für euch verlosen, das heißt, es wird ein Gewinnspiel geben, am Ende des Videos mehr dazu. Gut, so sieht das Ganze aus, Life is Pain lesen wir hier, DZ und das Ganze Mosh 36, das Logo in so einem Schwarz auf ja, Pfirsich, auf Orangefarben. Hier unten lesen wir noch Mosh 36 DZ Life is Pain. Auf der rechten Seite zieht sich das ebenfalls durch, so wie eine Zierleiste. Oben und links. Und auf der Rückseite haben wir lediglich die Tracklist und die Credits bzw. einen Barcode. Die Box ist so eine reguläre Clubbox. Muss ich ehrlich sagen, vom Design ist jetzt nicht ganz so mein Geschmack. Also da fand ich die vorigen Boxen, wie zum Beispiel BZ oder Rap Beduine oder Unikat, deutlich gelungener. Gut, egal, wir schauen uns mal an, was sich in der Box befindet, was der Inhalt ist. Wir haben einmal eine Umhängetasche, eine Halskette, die Instrumentals in der Papphülle, einen Sticker, zwei Sticker, drei Sticker, alle drei und das Album an sich. Dann haben wir hier noch so einen weißen Papiereinleger, dieses festgeklebt, sprich da könnt ihr das Album danach wieder reingeben. Okay, dann fangen wir wie immer an mit dem Album. Schauen wir mal kurz, wo wir das am besten öffnen. So. Also, was auf den ersten Blick mal auffällt, was mich sehr freut, wir haben es hier wieder mal zu tun mit einem super Jewel Case, in letzter Zeit echt seltener Fall. Life is Pain, dann haben wir hier diese Mosh-Kette, diese Logo-Kette, Mosh 36 DZ. Nachdem BZ ja damals hieß Berlins Zukunft, gehe ich mal stark davon aus, das wird entweder Deutschlands bzw. Deutschraps Zukunft heißen. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier 17 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Vasel, Summer Jam, Kianush, PA Sports, Mo Phoenix, nochmal PA Sports und nochmal Mo Phoenix. Also einige Features, allesamt aus dem Life is Pain Umfeld, beziehungsweise Vasel, ja, nicht ganz aus dem Umfeld, aber genauso wie Summer Jam. Auf jeden Fall bekannt, dass die viel miteinander machen oder gut miteinander auskommen. Und hier wieder Barcode und Credits. Meine Favoriten von dem Album sind einmal Ghetto Couture mit Vasel. Da finde ich den Beat extrem gelungen. Richtiger Ohrwurm. Route 66, mal ein deeper Track, aber gefällt mir auch richtig, richtig gut. Und 36 Bars Reloaded. Also das sind so drei. Die drei sind so meine Favoriten. Dann schauen wir mal, wie das Ganze von innen aussieht. Kommen wir als erstes zum Booklet. Was lesen wir hier? Life is Pain. 36 Bars. Produziert bei Ghana Beats nehme ich an. Nate Diaz, 80 Tage. Also wie man es so oft kennt, Fotoaufnahmen und die einzelnen Tracks hier aufgelistet mit der Info, wer das Ganze produziert hat. Okay. Weitere Aufnahmen von Mosh. Und dieses Pfirsichfarben, dieses Orange-Weiß-Design zieht sich komplett durch das Booklet durch. Und dann haben wir hier am Ende noch eine, ja,
einer Credits-Beschreibung, also wer einfach für das Album und das Artwork verantwortlich ist. Keine Danksagung. Und hier am Ende noch eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von Mosch. Alles klar. Dann haben wir die CD an sich. Sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier Mosch, der mehr oder weniger auf uns zielt. DZ M36. Und so sieht die CD aus. Auch hier wieder der Hintergrund, dieses Pfirsichfarben. Dann haben wir zum Album die Instrumentals. Wie so oft sind diese in einer Papphülle. Hier auf der Rückseite haben wir die Tracks aufgelistet. Die CD sieht 1:1 so aus wie die Album-CD, nur mit dem Zusatz Instrumentals. Papphülle. Dann haben wir drei Sticker an der Zahl. Einmal diesen quadratischen, ebenfalls wieder mit diesem, was wir schon kennen von dem CD-Cover. Mosch mit dieser Hand, die auf uns zielt. Und dann haben wir zwei rechteckige Sticker. Life is Pain Army, so in dieser Camouflage-Optik. Sieht richtig gut aus. Etwas kleiner als der quadratische. Dann haben wir diese Tasche. Also hier das Logo von Mosch nicht aufgenäht, sondern es ist ein Druck. Also hier aufgedruckt. Dann schauen wir mal hinein, beziehungsweise was haben wir hier? Backbase. Ups. BG48. Alles klar. So sieht das Ganze von innen aus. Grau, dunkelgrau. Und hier haben wir viele einzelne Fächer. Das heißt, hier könnt ihr natürlich Geld verstauen oder Karten, je nachdem. Hier vielleicht noch ein Stift zum Beispiel. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Und dann haben wir noch hier die große Tasche, das große Fach. Auch wieder hier zweigeteilt. Und hier haben wir noch die Info zum Material. Das lässt sich nur leider echt schwer rausnehmen. Also wir sehen hier, wenn man es lesen kann, 100% Polyester. Und was steht hier noch? United Kingdom. Ja, hier steht dann nochmal 100% Polyester in allen verschiedenen Sprachen. Also 100% Polyester. Und auf der Rückseite haben wir hier nochmal ein Fach mit Klettverschluss und hier ist dann auch das Band. Also, hier hinten haben wir noch ein Fach, wo man ebenfalls natürlich Sachen verstauen kann, hier mit Klettverschluss zu schließen das Ganze. Und hier eben die Umhängeschlaufe, der Gurt, damit kann man das dann tragen. Und hier dann natürlich auch die Größe regulieren. Gefällt mir sehr gut, speziell auch, dass man die einfach auch so verwenden kann, können wir die Bänder hier einfach wieder verstauen und wieder zumachen. Alles klar, schöne Tasche auf jeden Fall. Und als letzten Bestandteil haben wir noch hier in dieser Plastikverpackung die Mosch 36 Logo-Kette. Was lesen wir hier? Kein Spielzeug, nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Kemper Schmidt, Aspelohe, Norderstedt. Schauen wir gleich mal hinein. Und so sieht das Ganze dann aus. Also von der Kette her so eine Standardkette, ihr kennt das, hier oben dann zum Öffnen bzw. Schließen. Und hier unten haben wir dann noch das Logo von Mosch in dieser silbernen Metalloptik glänzend. Gefällt mir richtig gut, auch wenn ich den Anhänger fast etwas zu groß finde, aber kann man auf jeden Fall gut tragen. Alles klar, wir fassen noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese Umhängetasche mit Gurt, mit Trägern, diese Mosch 36 Halskette, die zwei Life is Pain Sticker, Life is Pain Army Sticker, der quadratische DZ Sticker, die Instrumentals in der Papphülle und das Album an sich im Super Jewel Case.
Alles klar. Und dann kommen wir noch zum Gewinnspiel. Wie gesagt, ich habe zwei Boxen. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen müsst, dann müsst ihr bitte zwei Bedingungen erfüllen. Einmal diesen Kanal abonnieren, Unbox Kings, und unter diesem Video einen Kommentar schreiben. Eure Lieblingszeile von Mosch, können von mir auch mehrere sein. Punchline, Deep Line, ganz egal, irgendeine Line oder mehrere, die ihr gerne habt von Mosch, in die Kommentare schreiben. Und ich werde genau in einem Monat, wir haben heute den 16.09., können wir es lesen, schwer, hier 16.09., in einem Monat werden wir dann den Gewinner, werde ich den Gewinner dann bekannt geben. Alles klar, viel Glück, das war's für heute. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mosch unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao.